gerade noch rechtzeitig. Hervorragende Arbeit, Frank. Du hast es echt drauf. Du kannst dein Wasser jetzt abdrehen. Frank, was ist los? Du kannst dein Wasser nicht abdrehen? Oh oh, verlangsam, Pickel. Wir holen besser Tom den Abschleppwagen, bevor du die Straße in einen Fluss verwandelst. Warte mal. Wir haben ein Problem. Frank kann seinen Wasserstrahl nicht abdrehen. Kannst du ihn reparieren? Du kannst dir nachher die Zähne putzen. Was sollen wir als erstes tun, Tom? Das Wasser stoppen? Gut gemacht. Sollen wir Frank zurück zur Werkstatt bringen und herausfinden, wo das Problem liegt? Was meinst du, ist das Problem, Tom? Du hast etwas entdeckt? Franks Wasserspritzanlage hat einen Riss. Kannst du das reparieren? Das kannst du? Fantastisch! Welches Werkzeug wirst du benutzen? Ein Schweißgerät? Perfekt. Gibt es noch etwas, was wir für dich tun können, Frank? Da gibt es etwas? Was denn? Da ist ein Problem mit deiner Leiter. Tom, kannst du da mal schauen? Eine Leitersprosse fehlt. Kannst du das reparieren, Tom? Welche sollen wir nehmen? Zu lang? Hat die hier die richtige Größe? Perfekt. Probieren wir es aus. Hervorragende Arbeit. Gibt es noch etwas, was wir für Frank heute tun können? Ein bisschen frische Farbe? Gute Idee. Das ist fantastisch. Fühlst du dich jetzt wieder in der Lage, Feuer zu löschen, Frank? Warte, du hast eine Überraschung? Wow, Tom, was ist das? Eine spezielle ausfahrbare Leiter, mit der Frank doppelt so hoch kommt wie sonst? Fantastisch, Tom. Tschüss, Tom. Hab einen tollen Tag. Ach du liebe Güte, Jerry. Oh,
Leute, schaut mal nach, ob Jerry in Ordnung ist. Jerry, alles okay? Was ist passiert? Du wolltest wie ein Dragster-Auto fahren? Jetzt verstehe ich. Tom, kannst du Jerry zu deiner Werkstatt bringen und ihn reparieren? Okay, Jerry, dann schauen wir mal, was repariert werden muss. Ach du liebe Güte, diese Reifen sind total durch. Deine Bremsen sind überhitzt und deine Maschine funktioniert auch nicht mehr. Alles klar, Tom, fangen wir mit den Reifen an. Wow, die sehen brandneu aus. Genau das, was wir brauchen. Na, das nenne ich mal ein Upgrade. Klein Tom ist so ein beflissener Helfer. Lass deinen Vater dir helfen, Kleintom. Jerry, Tom hat schlechte Nachrichten für dich. Deine Maschine ist ein Totalschaden. Wir müssen sie komplett ausbauen. Die gute Nachricht ist, dass Tom einen nagelneuen Hochleistungsmotor für dich hat. Und das war noch nicht alles. Du bekommst auch einen Turbocharger und einen Turbo-Booster. Jerry, du wirst schnell wie der Blitz sein. Was ist denn das, Kleintom? Besonderer Hochleistungstreibstoff? Und voilà! Jerry ist jetzt ein Dragster-Auto. Auf geht's, probieren wir ihn aus. Haben wir ein Glück, dass Penny uns die Landebahn benutzen lässt. Wir haben die besten Voraussetzungen für einen Hochgeschwindigkeitstest. Und Tom hat die Strecke für dich vorbereitet, Jerry. Jetzt bist du bereit, den Rekord zu brechen. Komm schon, Jerry, du schaffst das. Mal schauen, wie schnell du fahren kannst. Liebe Güte, Jerry, du bist so schnell! Ja! Du hast es geschafft, Jerry! 100 Meilen pro Stunde! 100 in nur 9 Sekunden! Das ist fantastisch, Jerry! Herzlichen Glückwunsch! Tom, vielen Dank, dass du Jerry repariert und verbessert hast! Er ist auf jeden Fall jetzt das schnellste Auto in Car City! Stimmt's, Kleintom? Mhm. Kleintom? Schau mal, Jerry. Ich glaube, da versucht jemand, deinen Rekord zu brechen. Gut gemacht, Kleintom. Trainiere hart, dann wirst du eines Tages den Rekord brechen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wir sehen uns.
Hallo, Harry. Alles beim Alten? Harry, passt du auch auf, wo du hinfährst? Oh, hallo, Troy. Schöner Drachen. Harvey, da kommt Troy, pass auf. Ich glaube, wir hatten hier eine Kollision. Das sieht mir aus wie eine Aufgabe für Tom, den Abschleppwagen. Tolle Burg. Und ihr habt auch toll zusammengearbeitet, Leute. Leider gibt es eine Aufgabe für dich, Tom. Harvey, der Mähdrescher, hat einen Unfall und er braucht deine Hilfe. Kannst du schnell kommen? Klein Tom, bleibst du hier und passt auf die Werkstatt auf? Die Messer sind verbogen. Ein paar Kratzer. Und einen platten Reifen. Wir müssen ihn in die Werkstatt bringen, nicht wahr? Du kannst dich freuen, Harvey. Tom wird sich um dich kümmern. Und wie geht's dir, Troy? Kannst du weiterfahren? Troy, ich bin mir sicher, Teddy wird sich um deine kleinen Kratzer kümmern. Womit sollen wir anfangen, Tom? Du willst als erstes die Messer reparieren? Okay. Gut gemacht, Tom. Jetzt kümmern wir uns um den Reifen. Du hast Ersatzreifen hier, aber welcher könnte Harvey passen? Der hier? Nein? Der hier. Auch nicht gut? Das ist der richtige. Hervorragend. Gute Arbeit. Wie willst du jetzt diese Kratzer reparieren? Mit dem Spray? Gute Idee, Klein Tom. Das ist richtig. Wir müssen nur die richtige Farbe aussuchen. Die hier ist es. Macht Klein Tom. Du bist wirklich eine große Hilfe. Harvey, du siehst aus wie neu. Das war hervorragende Arbeit, Tom. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.
Reifen qualmen ja, Jerry. Es ist so laut, er kann dich nicht hören. Vielleicht, wenn wir alle zusammen rufen? Schnell, ruft! Jerry! 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 Deine Reifen qualmen! Es sieht so aus, als müsste Jerry in die Werkstatt geschleppt werden. Meinst du kannst Jerry reparieren, Tom? Was meinst du, womit kann dein Vater das Ölleck reparieren, Klein Tom? Mal schauen, ob du recht hast. Gut gemacht, Klein Tom. Erledigt. Das ist großartig. Was kommt als nächstes? Aber natürlich, das Öl, das Jerry verloren hat, muss ersetzt werden. Was sollten wir als nächstes tun, Klein Tom? Jerrys Reifen? Oder seine Karosserie? Wow, du bist ganz schön schlau. Bringen wir erstmal Jerrys Kotflügel wieder in Ordnung. Jetzt müssen die Reifen getauscht werden. Pass auf, dass du die richtige Größe nimmst, Klein Tom. Von jetzt an denk daran, regelmäßig deine Reifen zu wechseln, Jerry. Großartige Arbeit, Tom. Von dir natürlich auch, Klein Tom. Tschüss alle zusammen. Hä? Oh. Was hast du denn da, Matt?
Aha. Ein paar Donuts für den Donut-Tag? Die sehen lecker aus. Mhm. Hast du welche mit Streuseln? Aha. Pass auf, das ist ein Raser. Beeil dich, Matt. Halt ihn auf. Oh nein, deine Donuts. Hey. Oh? Pass auf, Marley. Oh. Pass auf, Henry. Oh. Oh. Da sind überall Donuts auf der Straße. Oh. Oh. Ach du liebe Güte. Seid ihr beide okay? Wir rufen besser Tom den Abschleppwagen. Wir brauchen seine Hilfe, um euch zu reparieren. Ah. Oh. Hallo, Tom. Bist du gerade beschäftigt? Aha. Oh, wie ich sehe, backst du gerade. Marley und Henry hatten einen Unfall. Sie brauchen deine Hilfe. Kannst du kommen? Gut, auf geht's. Keine Sorge, Tom ist hier. Ich habe euch doch gesagt, dass er gerne helfen wird. Was für ein Schlamassel. Ich glaube, es wäre einfacher, sie in deiner Werkstatt zu reparieren. Du wirst wohl zweimal fahren müssen. Ist das okay, Marley? Okay, wir beeilen uns. Oh, gut, Tom. Da bist du ja. Henry hat geduldig gewartet. Alles klar, Tom. Dann wollen wir sie mal reparieren. Wir müssen uns beeilen. Das ist richtig. Du backst gerade etwas im Ofen. Das soll ja nicht verbrennen. Dann mal an die Arbeit. Ach du liebe Güte, Tom, du hast aus Versehen Marleys große Monster-Truck-Reifen an Henry montiert. Hör mal, Henry. Henry, das sind Marleys Reifen, nicht deine. Henry, komm zurück. Henry, hörst du überhaupt zu? Wo willst du hin? Komm zurück. Hey. Aha. Entschuldige, Marley. Es macht Henry einfach zu viel Spaß. Es passiert ja nicht oft, dass ein kleines Auto so tun kann, als wäre es ein großer Monster-Truck. Henry, jetzt mal ernsthaft. Machst du gerade Donuts im Gras? Durch Donuts bist du doch überhaupt in diesen Schlamassel gekommen. Das ist richtig, Tom. Henry, du kannst die nicht behalten, die gehören dir nicht. Diese Reifen gehören Marley, nicht dir. Wie würdest du dich fühlen, wenn jemand etwas von dir wegnehmen würde, ohne dich zu fragen? Wirst du sie zurückgeben? Gut, das war die richtige Antwort. Dann mal zurück zu Toms Werkstatt. Das ist schon viel besser. Wie fühlst du dich, Marley?
Vielen Dank, dass du Marley die Reifen zurückgegeben hast, Henry. Das war wirklich sehr nett von dir. Warte mal, Tom. Dein Ofen. Ist schon fertig, was du da gebacken hast? Donuts? Wer hat Hunger? Warum die Eile, Amber? Ist jemand krank? Wo ist der Patient, Amber? Ach, du liebe Güte. Ich glaube, du hast es etwas mit den Süßigkeiten übertrieben, Klein Gary. Oh-oh. Die Straße scheint zu eng für dich zu sein. Ja, da musst du dich ziemlich durchzwängen. Bitte schön, Klein Gary. Geht's dir besser? Großartig. Aufgabe erledigt, Amber. Oh-oh. Scheint so, als bräuchtest du Hilfe, um hier rauszukommen. Hey, Leute. Wir haben ein Problem. Amber steckt in einer Seitenstraße fest. Könnt ihr ihr da raushelfen? Dankeschön. Es ist wirklich gut, dass ihr beide so stark seid. Gleich ist es vorbei, Amber. Nicht mehr lang. Ach du liebe Güte. Ihr seid noch nicht fertig, Leute. Es scheint, als müsste Amber noch ein bisschen repariert werden. Gute Idee, Tom. Benutzen wir etwas von deinen Farben. Kein Rot. Kein Schwarz. Weiß. Genau das brauchen wir. Du siehst schon viel, viel besser aus, Amber. Jetzt müssen wir nur noch deine Spiegel reparieren. Mal schauen, was wir hier in der Schachtel haben. Wow! Die sind viel zu groß. Und die sind viel zu klein. Perfekt. Jetzt kannst du wieder los, Amber.
Vielen Dank, dass ihr Amber gerettet und repariert habt, Leute. Hey, hier kommt Klein Gary. Für wen sind denn die Blumen? Oh, wie nett von dir. Habt einen tollen Tag alle zusammen. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns.